Kleine englische Woche für die BSG Chemie nach dem Heimspiel gegen Luckenwalde letzten Freitag und dem Nachholer am Mittwoch in Halberstadt. Heute also der Auftritt beim drittletzten in Berlin-Lichtenberg. Chemie Leipzig in Grün beginnt von links nach rechts ohne die gelb gesperrten Stamminnenverteidiger Harand und Horschig. Bei Lichtenberg fehlt auch einer der Trainer, Muratik. Der wurde unter der Woche entlassen. Erste Möglichkeit für Lichtenberg 47 durch Hussein Kor, aber Bellot auf der Hut. Munterer Beginn von beiden Seiten, abtasten war gestern feuerfrei, ist die Anfangsphase. Chemie Surek steht da blank vor 47, Keeper Wollert. Die Flanke, die kam von Florian Brückmann, Winkel war vielleicht ein bisschen spitz da für Surek am langen Pfosten. Schmuddelwetter, Dauerregen im altehrwürdigen Zoschke-Stadion. Durchwachsene Saison ja bislang für die BSG Chemie. Platz 9 nach 19 Spielen mit ziemlich viel Luft nach ganz oben und ganz unten. Freistoß von Buri hier, 25 Minuten durch. Spiel schläft danach auf beiden Seiten mehr oder weniger ein. Eine Möglichkeit hat Leipzig noch vor der Pause. Ball saust da kreuz und quer durch die 47er Box. Brückmanns Schuss und torlos geht's in die Pause. BSG-Coach Miroslav Jagatic, der erwartet von seiner Elf in Hälfte 2 vor allem mehr Esprit. Aber zwischen Erwartungen und Realität liegen Welten. Dieser Freistoß hier von Mast, der steht für das Spielniveau nach der Pause im Berliner Dauerregen. Respekt da vorm Durchhaltevermögen der Fans. Chemie Leipzig durchgängig leicht feldüberlegen, aber die nächste Möglichkeit, die hat Lichtenberg 47. Aber Bellot bleibt Sieger im Duell gegen Hannes Graf. Gute Viertelstunde dann noch und es geht endlich mal fix bei den Leutschern. Erste Flanke von Meder noch ungenau, aber die von Brückmann, die erwischt Lukas Surek. Volley, das sieht doch mal nach Fußball aus. Lichtenberg gegen Leutsch, bleibt aber torlos bis zum Abpfiff. Wir nehmen gerne den Punkt mit. Also wir sehen das positiv und ja, also wie gesagt, also bei dem Mistwetter, bei diesem tiefen Boden, da ziehe ich von meiner Mannschaft einen Hut. Wir haben eine Menge investiert gehabt, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt auch da sauer bin. Es ist okay, wir nehmen einen Punkt aus Berlin mit und das freut uns. Chemie Leipzig holt also einen Auswärtspunkt beim drittletzten in Lichtenberg und empfängt nächste Woche Meuselwitz.